mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Sandra hat mir Klamotten bei ASOS bestellt. Ja, heftige Klamotten. Luca kriegt heute eine 360-Grad-Umwandlung, damit du endlich besser aussiehst. Wir fangen an mit einem Aufsteh-Outfit. Also entweder zum Schlafen gehen oder zum Aufstehen. Das ist kackbraun. Ist das ein Ganzkörper? Nein! Das schöne kackbraun. Du siehst damit aus, wirst damit aussehen wie so ein Riesenbaby, Digga. Ich weiß nicht mal, wie man das anzieht. Eine Stunde später. Wie sieht's aus? Passt es? Ey, ich hab's nicht mal gesehen, Leute. Ich zieh mich mal wieder um. Was gibst du dem ersten Outfit? Null. Ich bin halt ein chronischer Nacktschlafer. Also ich habe eine Boxershort an und das war's. So, deswegen schreibt mir in die Kommentare, ob ihr so ein Pyjama anzieht oder so. Aber ich ja. Warum scheint auf einmal so wieder so krass die Sonne? Ich habe dir jetzt mal ein Outfit ausgesucht, das du mal zum Date anziehen solltest. Einmal Laser. So eine coole Hose. Also das hier ist die Hose. Und einfach mal so ein passendes Hemd. So diese lockere Hemd, weißt du? Auch ein bisschen so, du musst, also nicht... Sag mal, bitte, sei einfach ruhig. Du musst das Hemd nicht das ganz oben schließen. Mal ein bisschen hier Brust zeigen. Das wird cool aussehen, vertrau mir. Total cool aus, Sandra, ey. Die Hose ist mir deutlich zu kurz. Ja, stimmt. Alter, das sieht total cool aus. Das sieht überhaupt nicht cool aus. Wie sieht das denn cool aus? Das sieht aus, als wärst du ein richtiger Styler. Ja? Ja. Findest du es so schlimm? Ja, okay, die Hose ist ein bisschen zu kurz. Also die Hose ist halt deutlich zu kurz und das Hemd ist mir ein bisschen zu dünn. Aber ich würde dem Ganzen tatsächlich eine solide 7 von 10 geben. Techie. Nö. Na, ich find's heftig. Ja, aber du stehst auch auf mich. Du weißt ja, dass du nach Ibiza fliegst. Da habe ich dir mal so ein richtig passendes Outfit gekauft, damit du richtig cool zum Strand gehen kannst oder mal so ein Beachclub für die Frauen. Ey, das sieht cool aus! Das sieht total cool aus! Oh, das sind cool! Du siehst total cool aus! Aus wie ein Regenbogen. Ganz ehrlich, das ist doch ein cooles Outfit. Auch mit dem ich Hut. Ich würde so niemals an den Strand gehen. Niemals. Haben wir nicht mal der Hut? Nee. Warum gar nicht? Ja, wer bin ich? Sandra. Wie cool du in der Kamera aussiehst. Als wärst du straight ich out. Ich auch wie Peter Lustig. Ihr schaltet jetzt besser ab. Wenn du mal in Berlin bist, du hörst ja auch manchmal so Techno-Musik. Deswegen habe ich dir einfach mal so ein Raver-Outfit gekauft. Mit einer coolen Halbmütze? Also das hier ist die Halbmütze. Das tragen aber so diese coolen Jungs. Keine Ahnung, was sie tragen. Eine passende Laserbrille zum Laser. Das hier Basegrau. Ist die Laserbrille mit so Zacken sogar hier dran. Hier ganz normales schwarzes Tanktop. Cool im Hemd. Sandra, wie viele Hemden willst du mir noch bestellen? Das sieht genauso aus wie dieses andere, was ich gerade anhatte. Also das hier ist das angeblich ach so coole Hemd, was bestellt hat, noch zum Raver-Outfit. Und der passenden Schlaghose. Schlaghose. Mhm. Was heißt das? Unten ist sie so breit. Das tragen die Raver so! Hab ich mir Inspo vom Pinterest geholt. Ja, Luca, das Beste kommt noch. Zum Outfit. Die Schuhe. Nein, Schuhe. Bist du ready? Ja. Ist das Schuhgröße 100? Also ich bewege mich jetzt quasi gerade von Ibiza zu Berlin. Richtig. Rave. 2 Tage später. Unser Neuköllner, Laser Luca. Luca!
Wie fühlt sich das an? Hast du Teile? Hast du Dinger? Kopfbedeckung? Null. Brille? Die geht nicht über meinen Kopf, das ist einfach Ende jetzt hier. Brille? Weiß ich nicht, wenn ich die ohne Kopfbedeckung mal nehmen würde, würde ich sagen, eine Null. Tanktop? Tanktop ist chillig, würde ich sagen, eine 6. Okay. Ist entspannt, ja. Hemd? Null. Ich mag diesen, das erinnert mich mal an Omas, so ein dünner Stoff, so ne? So ein dünner und dann auch dieses beige-mäßige. Ja. Also bei der Hose kann ich einen ganzen Katalog aufmachen jetzt gerade erstmal. Also, ich wusste nicht, dass die so breit ist. Wir haben jetzt einmal, Luca, ein Workout-Outfit für deinen Marathon. Ach du Scheiße. Also hier so ein langarm, atmungsaktives T-Shirt. Das ist ein bisschen klein, ne? Eine Sporthose. Du bist auch, haut eng. Aber du auch mal so Fahrrad fahren und so. Da haben die doch mal solche... Ja, und was sehe ich da drüber? Das ist so eine Radhose für Fahrradfahren. Ich bin ein Typ. Da siehst du doch wieder komplett meinen Schwanz. Scheiße, gar nicht dran gedacht. Einmal noch so ein passendes Stirnband. Ein Stirnband? Mhm, ein Stirnband. Und zwei Schweißbänder für die Arme. Ach Leute, das war echt, also ganz viel Vergnügen für euch und für mich. Ja, für mich ist auch entspannt natürlich. Willst du was von den Outfits behalten? Nö. Okay. Unser Sportler Laser Luca bald auf Marathon. Raus! Findest du dich cool? Es geht so. Aber Oberteil ist doch top. Oberteil ist top eng. Ja gut, zeig mal ein paar Muckis. Für die Girls? Ja, aber Schweißband? Nervt. Schweißbänder? Nerven auch. Warum? Die Hose sitzt dir nicht bequem? Sanna, die Hose schnürt mir alles da unten ab. Was gibst du mir? Also, ich habe halt nicht mal Schuhe, ne? Soll ich sie dir nochmal geben? Nein, ungern. Jackie? Ich bin dir dankbar, dass du mir versucht hast, so eine Styleänderung mal nahezulegen heute. Hat absolut nicht funktioniert. Schade. Ich würde sagen, wir wiederholen das in ein paar Wochen, wenn ich für dich mal ein paar Sachen bestelle. Weißt du meine Größe? Immer das Größte, was es gibt.